heute geht's weiter. Jetzt als erstes den Lenker. Wenn das Ding raus ist, fliegt alles runter. Und als allerletztes machen wir die Sattelstütze, sofern die Sattelstütze festsitzt. Das ist der Plan. Jetzt versuchen wir aber erstmal die Scheiße hier rauszubauen, dass der echt scheiße schwer geht. Reinlaufen lassen. Drehen. Warte. Wirklich dann auch rauskriegen und dabei ein bisschen ziehen. Scheiß drin, guck euch das mal an. Guck euch das mal an, ja. Bei meinem Kumpel letztens habe ich die Lenkergriffe ja runtergeschlagen. Die waren auch etwas fester. Es gibt aber auch solche Gummigriffe hier. Die kann man natürlich nicht mit einem 24er Maulschlüssel runterschlagen, ne? Jetzt habe ich hier den Vorteil, hier ist das jetzt schon aufgeschnitten, da war wahrscheinlich mal ein Lenkerhörnchen oder so montiert. Da nehme ich jetzt einfach so einen ganz dünnen Schraubendreher, muss nicht so langer sein, reicht auch irgendwie ein kleiner. Und versuche hier durchzugehen. Ich lege den Druck ein bisschen nach oben, ja, das seht ihr, ein bisschen nach oben, damit der Kratzer am Lenker ist nicht schlimm, damit ich den Griff nicht beschädige. Und dann nehme ich einfach hier Bremsenreiniger. Ziehe den raus und irgendwann, wo ich da rausziehe, kann ich den ganz einfach dann abziehen, weil sich der Bremsreiniger verteilt. Bremsreiniger verdunstet wieder zu 100%, deswegen kann man Bremsreiniger auch benutzen, um die Griffe wieder aufzuschieben, weil auch darunter verdunstet der wieder. Da ist also nichts mehr von da. Und dann sitzen die Griffe hinterher auch wieder bombenfest. Aufpassen, dass man hier nicht durchsticht, ne? Ist auch schon passiert, da ist man hier rausgekommen. Hier ist jetzt übrigens zu, hier ist nicht auf. Kloppen wir später raus. Mal gucken, ob wir den Sattel rauskriegen oder ob der auch fest sitzt. Was ist denn für eine Schraube, ey? Was ich hier extrem geil finde, ist, dass der Bremszug hier durch den Rahmen geführt wird. Und das möchte ich auch so beibehalten. Hier abkneifen.
du mal her. Und jetzt kann ich die Außenhülle wegziehen oder rausziehen und halte hier hinten den Draht fest. Und jetzt habe ich hier immer noch den Führrad drin, damit ich die neue Außenhülle hier durchführen kann. Das ist ganz wichtig, dass wir den Draht dafür nehmen und auf gar keinen Fall die Außenhülle. Die Außenhülle selber wäre zu dick. Mit dem Draht kann ich alles befestigen. Knote ich hier zusammen, damit er mir nicht hier aus Versehen wegflutscht. Yippie! So, Hinterrad raus. Kopflager ist auch kaputt, vielleicht kann man das noch retten. Den Rest machen wir am Fahrradständer. Kabel sitzen eh alle fest. Die klipsen wir ab. Auch fest. In der Kiste sitzt alles fest. Das will ich noch prüfen. Jetzt haben wir hier in dem Schutzblech so ein festgesetztes Röhrchen. Da geht das Lichtkabel rein, das kriegt man auch schlecht raus. Schutzblech war ja eh schon gebrochen, deswegen ist das scheißegal. Das schrauben wir jetzt hier unten los. Und dann gucke ich mal, dass ich das Kabel hier rauskriege. Das Original-Lichtkabel bleibt auch erstmal im Rahmen verlegt. Das nehmen wir nicht raus. Scheiß verrosteten Schrauben. Ja, geht doch.
Den Pipömpel hier machen wir auch ab. Vorausgesetzt, der geht ab. Heile. Da ist er. Niemals zimperlich sein. Mehr als kaputt gehen kann das eh nicht. Jetzt noch den Dynamo ab. Ich hoffe, das Lenkkopflager lässt sich noch gebrauchen. 32er Schlüssel. Für die untere braucht ihr ein Spezialwerkzeug. Das sind so dünne. Kosten nicht viel, verlinke ich euch. Und für oben nehme ich eine ganz normalen 32er Maul. Oder auch den Ring, könnt ihr auch nehmen. Das ist eigentlich Schnuppe. Aber ich nehme jetzt hier den Maul. Gegenhalten und dann einmal lösen. Da sitzen so Nuten von dieser Unterlegscheibe und von diesem Gegenhalter, die sitzen da drin. Das kann passieren, dass beim Lösen oder beim Einstellen sich das alles hier verdreht oder auch beim Anziehen. Das ist aber halb so wild, das tut dem Gewinde eigentlich nichts. Aber das ist eigentlich kein Problem mit einer Röhrzange. Wo habe ich meine Rohrzange? Man sollte auch mal an der Wand gucken, wo die Dinger hängen. Packen wir den hier einfach hier so ein bisschen vorsichtig und drehen den. Nicht mit Gewalt, sondern wirklich vorsichtig. Und dann lässt sich das eigentlich auch schon abnehmen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch ihn hier losmachen. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne? Das wäre natürlich geil, wenn das nicht kaputt wäre. Lagerschalen raus, dafür nehme ich so ein Röhrchen. Das führe ich einfach hier ein. Gebe ihm hier randmäßig einen auf die Nuss und das Lagerschal ist draußen. Das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal von oben, wie ich von unten reingehe. So, so sollte man das eigentlich sehen. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich mir die Lagerschale gegen die Kamera hau. Das war's. Das ist nur einfach heiß Wasser mit Spülmittel, mehr nicht. Und damit machen wir jetzt den Rahmen schön sauber und die Gabel. Hochdruckreiniger können wir uns hier an der Stelle sparen. Der Dreck sitzt sowieso so fest, dass wir selbst trotz Hochdruckreiniger mit einem Schwämmchen und Spülmittel hier drüber gehen müssten. Von daher spare ich mir das hier jetzt einfach. Ja, jetzt kriege ich wieder Mecker mit meiner Frau, weil ich wieder das Handtuch hier benutzt habe. Im Ganzen sieht der Rahmen eigentlich gar nicht so schlecht aus, außer dass das Sattelrohr hier ein bisschen ramponiert ist. Und hier vorne hat er am Lenkkopf hat er hier auch ziemlich
ziemlich gelitten. Und natürlich hier hinten am Ständer, wo der Ständer dran gebaut war. Wollen wir lackieren oder wollen wir nicht lackieren? Das liegt wieder ganz bei euch. Schreibt mir dazu einfach unten in die Kommentare Hashtag lackieren oder Hashtag nicht lackieren. Wenn ihr wollt, dass er lackiert wird, wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn er eine Farbe dabei schreibt, in was für eine Farbe der lackiert werden soll. Das, was wieder mal als meistens und meiste unten drin steht, das wird wieder umgesetzt, das werden wir mal machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog-Rap. Ciao.